Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus Hart vor. Es geht um die kardiovaskuläre Sterblichkeit während der Covid-19-Pandemie. Die Vermeidung von Arztbesuchen, Krankenhausaufenthalten, aber auch Komplikationen von Covid-19 haben während des Lockdowns in der ersten Welle der Pandemie zu einem Anstieg von kardiovaskulären Todesfällen geführt, wie britische Kardiologen jetzt ermittelt haben. Den ersten Todesfall an Covid-19 hat es in England am 2. März gegeben. Zunächst hatte die Regierung zurückhaltend reagiert. Ende des Monats wurde die Bevölkerung dann aber aufgefordert, die Wohnungen nach Möglichkeit nicht zu verlassen. Stay at home, protect the NHS, save lives, lauteten damals die Botschaften, die viele Menschen dazu bewogen, Arztbesuche aufzuschieben und bei akuten Krisen nicht den Notarzt zu alarmieren, aus Angst, sich im Krankenhaus mit SARS-CoV-2 anzustecken. Zu den Folgen gehörte ein zeitweiliger Rückgang der Klinikbehandlung wegen akuter koronarer Syndrome, sprich Herzinfarkt, um 40%, wovon vor allem die leichten Fälle Nicht-ST, Senkungsmyokardinfarkt, NSTEMIs betroffen waren. Auch die Zahl der percutanen koronaren Interventionen ging deutlich zurück. In anderen Ländern wurden ähnliche Erfahrungen gemacht. Dass der Verzicht auf eine lebensrettende Behandlung Folgen hat, zeigt sich jetzt in einer Analyse der Todesfälle. In den 4 Monaten nach dem 2. März kam es in England und Wales zu 2085 mehr Todesfällen als im gleichen Zeitraum der Jahre davor, was einem Anstieg von 8% entspricht. Zwar hatten die meisten Todesfälle auf Covid-19 zurückzuführen, die übrigen hätten jedoch häufig durch eine rechtzeitige medizinische Behandlung vermieden werden können. Dies zeigt sich auch darin, dass die kardiovaskulären Todesfälle, die sich zu Hause ereigneten, insgesamt um 35% zugenommen haben gegenüber einem Anstieg von nur 2% bei den Covid-19-bedingten kardiovaskulären Todesfällen. In den Pflegeheimen und Hospizen ist es zu einem Anstieg um 32% bei allen kardiovaskulären Todesfällen gekommen gegenüber einer Zunahme um 5% bei den durch Covid-19 ausgelösten kardiovaskulären Todesfällen. In den Krankenhäusern ist es lediglich zu einem Anstieg der Covid-19-bedingten kardiovaskulären Todesfälle gekommen. In den Pflegeheimen und Hospizen starben die meisten Patienten an Schlaganfällen plus 39% und Herzversagen plus 25%. In der häuslichen Umgebung standen Herzinfarkte plus 41% und Herzversagen plus 25% im Vordergrund. In den Kliniken traten diese drei Todesarten seltener auf als in den Vorjahren. Hier gab es jedoch einen Anstieg von Tötchen-Lungenembolien plus 13% und Cardiogen-Schockereignissen plus 15%, die vermutlich auf Komplikationen von Covid-19 zurückzuführen waren. Hier die zentrale Abbildung. Wir sehen hier die gesamten Todesfälle März, April, Mai und Juni. Dann sehen wir die Covid-bedingten Todesfälle und die nicht Covid-bedingt kardiovaskulären Todesfälle. Wir sehen hier den Anstieg, die Peaks, vor allen Dingen hier im April. Hier der Anstieg der kardiovaskulären Todesfälle in der Versorgung zu Hause oder im Hospiz, in Pflegeheim oder im Hospiz. Hier sehen wir auch, dass Covid-bedingte Todesfälle kaum anstiegen, aber Non-Covid und insgesamt kardiovaskuläre Todesfälle zu Hause. Hier sehen wir ganz klar den Anstieg insgesamt und Non-Covid. Und wir sehen, dass hier die kardiovaskulären Todesfälle im Krankenhaus vor allen Dingen Covid-19 bedingt waren und eher in den Krankenhäusern eine Abnahme der gesamten kardiovaskulären Todesfälle zu beobachten wäre und der nicht-Covid-bedingten kardiovaskulären Todesfälle. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der frei abrufbaren Publikation in Hart.